Ja, hallo meine lieben Freunde, hier ist wieder Monika aus Virginia und heute soll es um die Ode an die Freude gehen und dies ist eine Widmung an Friedrich Schiller, um wieder mehr Begeisterung, mehr Freiheit und mehr Freude in die Herzen der Menschen zu bringen. Viele fragen sich, was ist passiert und du magst dich vielleicht auch fragen, Schiller, der lebte doch um das 18. Jahrhundert, 1759 bis 1805. Ein bekannter Philosoph, Dichter und Freiheitsdenker, Vordenker, Querdenker. Bekannt durch die Werke Die Räuber, Ode an die Freude, das Lied von der Glocke und vieles andere. Ihr mögt euch vielleicht fragen, ja, was hat es denn mit unserer heutigen Zeit zu tun? Und ich finde, dass er da schon einen ganz guten Samen gelegt hat, um diesen Funken der Freiheit, der schon immer in den Germanen, in den Deutschen vorgeherrscht hat, den Funken, den Samen zu setzen, der jetzt bei einigen am Aufgehen ist. Und Schillers Freiheitsphilosophie ist heute aktueller denn je. In sozial kalten Zeiten, wie der unseren, ist es wichtig, dass wir Licht und Herzenswärme wieder innerlich in uns kultivieren. In einer Zeit, in der es Mut erfordert, Herz und Geist zu öffnen, in der Freidenker und Idealisten sich schützen müssen, ist es unsere Verantwortung, die Weisheit und die Lehren dieser großen Geister zu erben, weiterzutragen, denn sie haben vor uns den Weg in die Freiheit geebnet. Es liegt also jetzt an uns, diese Schätze zu schützen und weiterzuentwickeln. Lasst uns also unseren Bewusstseinsraum weit ausdehnen, um Lösungen jetzt zu finden in dieser Lage, die schon lange anstehen, und bringen wir wieder Begeisterung und Seelenfülle zurück in eine roboterhafte und eisige Welt. Schiller inspirierte Wolfgang von Goethe zu Hochleistungen. Sein Gedicht Das Lied von der Glocke ist ein Ruf nach Freiheit, der Winston Churchill während des Zweiten Weltkrieges zu seiner historisch fatalen Aussage veranlasste, indem er sagte: Wir müssen den Geist Schillers und Goethes für immer aus dem deutschen Volk ausrotten. Für Schiller war das Leben selbst das Kunstwerk, das wir erschaffen müssen. Ein Prozess, der uns immer dazu bewegt, uns ständig zu verbessern und zu verfeinern. In einer desillusionierten Welt, in der Bequemlichkeit und Gehorsam gegenüber äußeren Autoritäten weit verbreitet sind und wir die Verbindung zu Gott und der Natur verloren haben, ist es notwendig, umzukehren und unsere Wege zu ändern. Die Zeiten ändern sich schnell und radikal, und seit Anfang 2020 dämmert es vielen, dass die alte Lebensweise nicht zurückkehren wird. Und das ist eigentlich eine gute Sache. Die Welt steckt in der Krise, sagen einige, und andere sehen darin eine Chance. Ich denke, diese Zeit ist eine absolute Herausforderung, eine Konfrontation mit der alten Lebensweise, dem alten Paradigma. Das Ende eines alten Systems, das auf Sklaverei, Machtmissbrauch und Einschränkung aufgebaut war, und wir sehen, dass es nur sehr schwer stirbt. Dieses System ist nun überholt. Und wir müssen uns entsprechend anpassen. Der kosmische Evolutionsimpuls, die Lichtwelle, die durch uns alle schwappt, macht es zur Notwendigkeit, alles auszuräumen, was nicht auf Liebe und Wahrheit aufgebaut ist. Dies kann mit Freude und Leichtigkeit geschehen oder mit großem Schmerz und Leid, wenn der Widerstand zu groß ist. Dies ist die Zeit der Selbstverantwortung und Selbstbestimmung. Alle Lebensbereiche durchlaufen jetzt eine radikale Transformation und es gibt kein Zurück mehr.
Dies erfordert innere Arbeit, Konfrontation mit alten Ängsten, Hinterfragen des gesamten Weltbildes und eine Öffnung und Erweiterung deines Bewusstseins. Wie wir alle im Leben erfahren haben, gehen wir aus einer gemeisterten Krise meist gestärkt hervor und nach einer gewissen Zeit der Überwindung durchströmt uns dann wieder neue Freude und Vitalität von innen heraus. Wir haben uns dann verändert, wir sind gewachsen. Ein neuer Zeitgeist weht jetzt durch die Atmosphäre der Erde, ja durch die Atmosphäre des ganzen Kosmos. Der Ruf nach Freiheit, nach Sinn und Brüderlichkeit ist erwacht und es scheint, als stünden die großen Meister und Seelen unserer Zeit an unserer Seite, um uns zu helfen, uns daran zu erinnern, wer wir wirklich sind. Sie ermutigen uns mit ihrer zeitlosen Weisheit, unser volles Potenzial auszuleben und sie erinnern uns an den wahren Grund, warum wir hier auf dieser Erde sind. Schiller sagte: Werde, was du sein kannst, und du wirst es sein, indem du dich selbst dazu machst. Ich finde das eine wunderbare Affirmation, denn du selbst bist es, du bist der Meister deines Schicksals. Das hat er schon damals im 18. Jahrhundert schon vorausgeschickt. Augenzeugen Schillers beschreiben seine unglaublich ansteckende Begeisterung. Er versuchte immer einen Funken Inspiration in den Menschen zu hinterlassen, denen er begegnete. Er war ein Idealist, ein Mensch mit hohen Idealen, der immer vom Leben lernte, sich veredelte und stets verbesserte. Er inspirierte alle um ihn herum, dasselbe zu tun. Schiller war davon überzeugt, dass der Geist die Welt erschafft. Alles beginnt mit einer Idee und das hat sich auch in diesen krisengebeutelten Zeiten nicht verändert. Wenn du also jetzt entmutigt bist und dich fragst, wie es weitergehen soll für dich, dann halte doch einmal inne und stelle dir diese Frage. Wann hast du denn das letzte Mal erfolgreich eine Idee umgesetzt und damit deine Lebenssituation positiv verändert? Ich bin mir ganz sicher, dass es dir schon oft in deinem Leben gelungen ist, eine Krise erfolgreich zu meistern und deine Lebenssituation zu verbessern. Also warum soll es auch nicht diesmal der Fall sein? Und jetzt genau ist der richtige Zeitpunkt, um deine inneren Ressourcen, die du durch vergangene Krisenbewältigungen erlangt hast, zu aktivieren. Die alten Systeme versagen. Und es ist Zeit für neue Formen des Zusammenlebens im Einklang mit der Natur und für eine neue Art des Kommunizierens und der Wirtschaft miteinander. Wir brauchen kreative Ideen, um die Herausforderungen dieser Zeit konstruktiv bewältigen zu können. Es muss ein Rahmen für Handlungsfreiheit geschaffen werden. Freiheit schafft den Horizont für neue Möglichkeiten. Wenn du im Überlebensmodus bleibst und die staatlichen Institutionen ziehen ja die Schrauben immer enger, die Steuern werden immer mehr erhöht, es wird alles noch extremer und es ruft uns daher immer mehr auf, uns Richtung Freiheit zu bewegen. Wenn du also ständig im Überlebensmodus bleibst und dich von der Angst leiten lässt, dann gibt es keinen Raum für Kreativität. Die ständige Konzentration auf die Negativität der aktuellen Ereignisse in der Außenwelt blockieren deinen Transformationsprozess. Lass dich also nicht von deinen Ängsten leiten. Dies ist kontraproduktiv und es ist eine Verschwendung wertvoller Lebenszeit und Energie. Das Thema der Freiheit. Wir können jetzt unsere Unreife ablegen. Wir müssen aufwachen und wie Erwachsene handeln. Wir brauchen keine Regierung und wir brauchen keine Kindermädchen, die uns sagen, was wir tun können und dürfen und was nicht. Wir wissen das schon ganz gut selber.
Es bedarf jetzt einer Renaissance des Zeitalters der Aufklärung. Der Mensch erwacht jetzt zu seinem schöpferischen Geist und befreit sich aus dem jahrtausendealten Sklavendasein. Nimm dir einmal einen Moment Zeit, um über dein eigenes Leben nachzudenken. Wo steckst du noch in Abhängigkeit fest, die dir nicht mehr dient? Wo kannst du dir in deinem Leben mehr Freiheit, innerlich und äußerlich, schaffen? Nutze diese Freiheit dann für deine Selbstverbesserung. Investiere in dich selbst, lerne, was dich interessiert, informiere dich, studiere, geh in die Themen hinein. Mache dich frei von den Meinungen und Abhängigkeiten anderer und besinne dich auf deine ureigene Genialität und deine Ziele. Habe den Mut, für dich selbst einzustehen und dein eigenes Lied zu singen. Das Thema der Freundschaft. Für Schiller war die Pflege von Freundschaften eine der wichtigsten Säulen des Lebens. In der heutigen Zeit der Spaltung der Gesellschaft und Familien, der eingeschränkten Meinungsvielfalt und Zensur ist die Begegnung und der Austausch kontroverser Ideen mit offenem Herzen und Geist ein Wert, den wir wieder schätzen lernen dürfen. Konstruktive Kritik kann uns ermutigen, unser Bestes zu geben. Schiller war immer ein großer Kritiker Goethes und inspirierte diesen dadurch, immer geistig über sich hinauszuwachsen. Goethe schätzte diesen lebenswichtigen Austausch sehr. In Bezug auf das Thema Freundschaft stelle dir nun folgende Fragen. Welche deiner Freundschaften sind es wirklich wert, gepflegt zu werden? Und wenn du diese Freundschaften hast, wie kannst du mehr Tiefe, Begeisterung, Unterstützung und Herz in deine Freundschaften bringen? Viele Menschen haben in den letzten Jahren durch die Trennung von Weltanschauungen und Lebenswegen Freunde und familiäre Verbindungen verloren. Wie fühlst du dich denn damit wirklich? Ist da noch unbewältigter Schmerz? Und dann kommen wir zum Thema der Begeisterung. Wo ist denn unsere Begeisterung geblieben? Und ich sehe das vor allen Dingen in Deutschland, dass die Begeisterung war schon seit Jahren, schon auch vor der Corona-Krise, sich am Verabschieden. Eine Abstumpfung hat schon stattgefunden, eine Ausrichtung auf komplett materialistische Lebensweise. Und von daher ist das Thema der Begeisterung oder der verloren gegangenen Begeisterung ein großes Thema, das vor allen Dingen jetzt an die Oberfläche drängt. Wo ist sie geblieben, unsere Begeisterung? Klären wir doch zunächst das Wort Begeisterung. Es kommt vom griechischen entheos und bedeutet bei Gott sein oder in Gott sein. Es ist der Schwung, der Fluss, die Begeisterung, die uns beflügelt. Dieser Schwung kommt aus dem Herzen, aus dem inneren höheren Dimensionen. Es ist eine Hochspannungsenergie, wie Elektrizität. Schiller gab sie wie einen Funken an jeden weiter, mit dem er in Kontakt kam. Das war sein Lebenszweck, der ihn antrieb. Dieser Zustand ist eine ständig innere Anspannung, ein ständig inneres Feuer, eine Glut. Dieses Gefühl wird ausgelöst durch die Natur, durch Kunst, Musik, Schönheit, durch ein inspirierendes Gespräch, durch liebevolle Begegnungen, durch alles, was unserer Seele Flügel verleiht. Also, was inspiriert dich? Wofür brennst du? Nimm dir Zeit, um diese Fragen wirklich gründlich zu untersuchen. Wir scheinen in einer desillusionierten Welt mit wenig Geist, wenig Enthusiasmus und wenig Energie zu leben. Alles wird in vorgefertigten Bildern und Informationen präsentiert. Was macht das denn mit unseren Kindern?
Wir sind jetzt aufgerufen, diesem Trend entgegenzuwirken. Wir müssen wieder Ideale entwickeln und dieses innere Feuer der Lebenslust, Freude und Kreativität entzünden. Das Zeitalter des reinen Materialismus stößt jetzt an seine Grenzen und muss zwangsläufig im Transhumanismus enden. Dies alarmiert viele, die die fatale Richtung der Versklavung der Gesellschaft durch ein digitales KZ erkennen. Der Ruf nach Menschlichkeit und Herzensverbindung zu Gott, Mensch und Natur wird lauter jeden Tag. Unsere Kanäle öffnen sich wieder für den Ruf unserer Seele, in Freiheit und Selbstbestimmung zu leben. Halten wir diesen Kanal offen und pflegen wir ihn. Wenn wir Ideale haben, wenn wir Seele haben, sind wir enthusiastisch und dann arbeiten wir mit Gott. Sieh dich also selbst als göttlichen Schöpfer, der aus dem Herzen lebt und handelt. Auf diese Weise kannst du einen Unterschied in der Welt machen. Verbringe deine Zeit mit Dingen, die dich aufbauen, die dich nähren. Kehre dieser fabrizierten, chaotischen Welt den Rücken, die dir auf einem flackernden Bildschirm präsentiert wird. Du bist der Schöpfer deiner Welt. Es braucht Mut, sein Herz zu öffnen, zu seiner Wahrheit zu stehen und ein Pionier für eine neue Erde zu sein. Es braucht auch Empathie und Mitgefühl für diejenigen, die andere Lebensentscheidungen getroffen haben. Es ist nicht unsere Aufgabe, sie zu verurteilen. Sie müssen ihren eigenen Weg gehen. Konzentriere dich ganz auf dich selbst und höre auf den Ruf deines Herzens. Entzünde diesen Funken und nähre diese Flamme. Studiere die großen Philosophen und Denker. Stehe auf den Schultern dieser Giganten und führe ihre großartige Arbeit fort. Sie sind nicht vergessen und werden es niemals sein. Die neue Ära birgt unendlich viele wunderbare Möglichkeiten. Es gibt also keinen Grund, Angst zu haben. Du kannst nur verlieren, was von Anfang an nie für dich bestimmt war. Befreie dich also von den Fesseln und der Programmierung des alten Paradigmas und wähle den Weg der Liebe und der Freiheit des Geistes. Erhebe dein Bewusstsein über die vorherrschenden Umstände hinaus. In einem Raum erhöhter Wahrnehmung kannst du viel mehr Licht, Herzenswärme und Intelligenz entfalten. Habe den Mut, dieses Licht in die Welt zu tragen. Schiller war uns ein großes Vorbild. Seine Werke sind unsterblich und zeigen uns einen Weg aus einer leblosen, technologischen Welt zurück zur Schönheit der Schöpfung Gottes und einer erneuten Begeisterung für das Leben. Mögest du ein Idealist sein, mögest du inspiriert sein und mögest du voller Begeisterung leben. Das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Ich verbleibe mit herzlichen Grüßen aus Virginia, eure Monika.